bin der Heinz Sandmeier von Seengen, hier im Bronnacher Hof. Ich werde jetzt 59 und bin im Moment noch der Betriebsleiter. Ich bin Esther, ich bin 27 und bin die ältere Tochter. Zu der Familie gehört natürlich auch meine Mami, die ebenfalls auf dem Betrieb mitarbeitet und uns jeden Tag fein bekocht. Ich habe eine jüngere Schwester, die Valerie, sie ist 25, arbeitet auch in der Landwirtschaftsbranche. Und der Cousin, mein Freund, der uns hier auf dem Betrieb unterstützt. Zu der Familie gehört auch jedes Jahr ein Lernender oder eine Lernende. Dieses Jahr ist es die Alexandra. Ich freue mich sehr, dass ich mit meinem Freund, dem Cousin, unseren Familienbetrieb in der näheren Zukunft übernehmen darf. Es ist sicher eine Herausforderung, auch in diesem Umfeld von hohen Erwartungen, auch von der Bevölkerung. Aber ich bin überzeugt, dass wir die Herausforderung als Team werden meistern. Zu unserer Herde gehören 41 Kühe, 10 bis 15 Kälbli und 11 Hühner, die uns jeden Tag mit frischen Eiern versorgen. Seit wir beim Projekt Klimastar dabei sind, überlegen wir uns noch gezielter, welche Kühe wir zur Weiterzucht verwenden wollen. Rund ein Viertel dieser Kühe säumen wir dann mit Zuchtstieren besamen und setzen somit eigentlich immer gesächste Samen ein, in der Hoffnung, dass es dann eben ein Kuhkälbli daraus gibt. Wir geben uns Mühe, dass wir unsere Kühe leistungsgerecht und vor allem auch wiederkäuergerecht fahren können, ohne dass Proteinüberschüsse entstehen. Wir sind auch stetig dran, die Gesundheit der Kühe zu verbessern, dass wir auch die Langlebigkeit, also die Nutzungsdauer der Herde steigern können. Auf unserem Hof wächst nebst dem Futter für Kühe Getreide, Urdinkel, Gersten wächst, Herdöpfel, Zuckerrüben, Mais und Kürbis. Und weil wir in Seengen eine Röllmühle haben, die wir abliefern können, ist es natürlich naheliegend, dass wir wieder Korn anbauen, unter dem Label Urdinkel, hier in die Mühle bringen und die können das verarbeiten und dann kann der Bäcker feine Sachen daraus machen. Kürbis ernten wir September, Oktober. Dort ist es halt ganz schön, die vielen verschiedenen Farben und die verschiedenen Formen dieser Früchte. Der Herdöpfelanbau ist relativ anspruchsvoll. Darum muss man im Laufe der Vegetation ins Feld gehen und aushacken und eine Probegrabung machen, damit man beurteilen kann, wie gross die Knollen sind. Müssen wir sie noch weiterhin pflegen oder müssen wir schon mit der Krautvernichtung starten? Unsere Herdöpfel bauen wir nach IP-Swiss-Richtlinien an. Die verkaufen wir an Terralog und können dann mit dem Label auszeichnet an Konsumenten weiterverkauft werden. Die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft liegt uns am Herzen, weil wir mit diesen Böden und diesen Tieren von unserem Betrieb jetzt unser Einkommen können erzielen können. Wir wollen natürlich auch, dass das für künftige Generationen möglich ist und darum geben wir uns sehr Mühe, die Lebensgrundlage zu erhalten. Wir sind stolz, Emmi Bauernbotschafter zu sein, weil wir den Konsumenten gerne zeigen, dass am Anfang von jedem feinen Milchprodukt eine Bauernfamilie arbeitet.